Hi Freunde, heute gibt's mal einen Klassiker, When I Come Around von Green Day. Und die Nummer ist eben halt wieder Thema Achtel so ein bisschen angesiedelt. Wir werden da ein paar abgedämpfte Sachen spielen und ich werde das kleine Solo erklären. So, legen wir los, gleich, sofort. Und zwar, das Wichtigste, was ihr für diese Nummer machen müsst, ist, die Gitarre einen Halbton tiefer zu stimmen. Das macht ihr natürlich am besten mit einem Stimmgerät. Und wenn ihr eine normal gestimmte Gitarre habt, E-A-D-G-H-E, stimmt ihr jetzt mit einem, am besten mit einem chromatischen Stimmgerät. Das zeigt euch dann nämlich die Töne an. Dann wird aus der E-Seite, aus der tiefen E-Seite, ich sag's kurz mal an, wird der Ton S oder Dis, je nachdem wie euer Stimmgerät das anzeigt, aus der A-Seite wird das As, also ein A mit einem B-Vorzeichen oder ein Gis. Ne? Aus der D-Seite wird ein Des oder ein Cis. Aus der G-Seite, da wird dann eben halt ein Ges oder ein Fis. Aus der, ja, die H-Seite wird ja auf den meisten Stimmgeräten sowieso als B-Seite bezeichnet. Da wird dann eben halt eine B-Seite mit einem kleinen B-Vorzeichen da draus, ne? Und oder eben halt A ist, also ein A mit einem Kreuz. Und aus der hohen oberen E-Seite wird natürlich auch ES mit einem E mit B-Vorzeichen oder eben halt ein Dis. So, das wäre das, wenn ihr ein chromatisches Stimmgerät habt. Es gibt auch noch von anderen Herstellern Stimmgeräte, wenn man dann tiefer stimmen möchte. Da ist so eine kleine Taste, da steht Flat dabei. Und dann kann man, je nachdem, wie oft man auf diese Taste drückt, B-Vorzeichen hinzufügen. Das bedeutet, wenn man einmal auf diese Taste drückt, dann kalibriert man quasi das Stimmgerät so, dass die Gitarre, das Stimmgerät auf die Töne jetzt einen Halbton tiefer reagiert. Das Stimmgerät zeigt dann nach wie vor die normalen Stimmtöne E, A, D, G, H, B, E an und reagiert aber einen Halbton tiefer drauf. Ne? Das heißt, ihr stimmt die Saiten dann runter und dann zeigt das Stimmgerät eben halt die einzelnen Saiten also richtig an. Das ist die andere Variante. Für diese Version müsstet ihr auf eurem Stimmgerät einmal auf diese Flat-Taste drücken oder so ein B-Vorzeichen. Das wird auch irgendwo im Display dann auftauchen. So, legen wir mal gleich los. Der Song hat eigentlich ja zwei rhythmische Teile. Es gibt nur eine Strophe und dann gibt es den Refrain und eben halt einen kleinen Solo-Teil. Ne, da mache ich so drei kleine Lessons von hier. So, fangen wir an mit dem Hauptriff. Ich habe es eben schon mal durchgespielt. Es wird grob bei Tempo 100 gespielt. Ihr braucht genau vier Akkorde, vier Power Chords dazu, zumindest für den ersten Teil. Und zwar einen G-Power Chord, einen D-Power Chord, einen E-Power Chord und einen C-Power Chord. So, erkläre ich mal ganz schnell die Griffe durch, dann die Rhythmik, die ist auch relativ einfach. Und also den G-Power Chord, ich greife die Dinger immer mit drei Fingern, es würden aber theoretisch auch der Zeige und der Ringfinger, also Grundton und Quinte, ausreichen. So, also wir brauchen einen G-Power Chord. Der Zeigefinger ist im dritten Bund auf der tiefen E-Seite, die jetzt ja, oder alle Seiten sind jetzt einen Halbton tiefer gestimmt. Und der Ringfinger ist im fünften Bund auf der A-Seite. Ne? Wenn ihr die mit drei Fingern greifen wollt, dann ist der kleine Finger einfach im gleichen Bund wie der Ringfinger, nur eben halt noch auf der nächsten Seite auch noch mit drauf. Das wäre dann immer die Dreifinger-Version für einen Power-Chord. Ne? Ich erkläre es auch jetzt einfach mal so. Also, das ist ein G-Power-Chord. Dritter Bund, tiefe E-Seite. Der Griff bleibt jetzt ja immer gleich. Ne? Um dann ein D zu spielen, was danach kommt, geht ihr in den fünften Bund mit dem Zeigefinger von der A-Seite. Der Rest des Griffes, ne, der Ringfinger ist dann im siebten Bund auf der D-Seite und der kleine Finger wäre dann auch im siebten Bund auf der G-Seite. So, das wäre das D. Das ist der erste Wechsel. G, dritter Bund E-Seite, in den fünften Bund zur A-Seite. Dann gehen wir auf der gleichen Seite, bleiben wir und verschieben den Griff einfach nur rauf in den siebten Bund. Das ist dann ein E-Power-Chord. Und danach gehen wir noch runter, auch auf der gleichen Seite bleibend, in den dritten Bund, sodass der Zeigefinger im dritten Bund auf der A-Seite ist. Und dann haben wir einen C-Power-Chord. So, die Rhythmik ist jetzt auch erstmal relativ einfach. Wir werden ein paar abgedämpfte Sachen spielen, das erkläre ich noch ein bisschen näher. Erstmal erkläre ich das Riff. So, und zwar, wir sind so ein bisschen, ne, das passt so ein bisschen zu dem rhythmischen Thema, was ich gerade habe, da mit den Achteln. Und zwar spielen wir zwei Achtel auf der 1 und 1 und. Und eben halt noch eine Viertel quasi auf die Zählzeit 2 mit diesem Akkord. Das machen wir rhythmisch, machen wir den eben halt 1 und 2.
Ne, die ersten beiden Achtel, die dämpfe ich auch ab. Das seht ihr in den Noten durch diese Kennzeichnung P.M. Wenn ihr sowas mal seht, heißt das Palm Mute. Das heißt, Handballen ist Palm. Ne, der Palm oder ne, ist der Handballen. Und den lege ich jetzt hier hinten in der Ecke des Tremolos, erkläre ich aber gleich noch ganz genau, auf die Saiten drauf. Ich drücke es nicht wirklich runter, ich berühre es nur, ne, in der Position ziemlich weit hinten halt. Und dann schlage ich den Akkord mit dem draufliegenden Handballen halt an, auf der 1 und auf der 1 und, also die ersten beiden Achtel. Und die Zählzeit 2, da hebe ich die Hand hoch und spiele den Akkord dann eben halt offen. In der linken Hand ändert sich gar nichts. Ich greife immer den Akkord, ne, da drücke ich nicht irgendwie runter oder so, sondern der ist immer gegriffen. Und dann komme ich auf, rhythmisch eben halt auf, 1 und 2. Ne? So, mit dem D-Power-Chord im fünften Mund auf der A-Seite mache ich genau das gleiche, nur eben halt auf der Zählzeit 3 und 4. Die 3 und die und ist eben halt abgedämpft, Palm Mute, und die 4 spiele ich das D dann offen. Dann habe ich 1 und 2, 3 und 4. Ne? Ich zähle uns mal rein, dass ihr das mal mit mir zusammen machen könnt. 1, 2, 3, 4, 1 und 2, 3 und 4. Super. So, dann gehen wir als nächstes, abgedämpfte Noten brauchen wir jetzt nicht mehr, in den siebten Bund von der A-Seite zu dem E-Power-Chord. Und den spielen wir auf der 1 und 1 und, also auch 2 Achtel. Dieses Mal aber nicht auf der 2, sondern nur 2 Anschläge, die wir offen machen. Das wäre eben halt die 1 und, ne? 1 und, hängen wir hinten dran. Mal zusammen. 1 und 2, 3 und 4, 1 und, ne? Auf der, jetzt haben wir auf der 2 direkt selber, auf der Zählzeit 2 haben wir eine Achtelpause. Da machen wir jetzt nichts, sondern erst auf der 2 und wieder. Da kommt dann nämlich der letzte Powerchord, das C im dritten Bund auf der A-Seite. Den spielen wir, ich mache mal nur das E und das C. Den haben wir auf der 1 und 2 und 3, 4 kommt dann noch, ne? Ich mach's mal. 1 und 2 und. Das ist der Wechsel, den man hinkriegen muss, ne? Die 1 und die 1 und fürs E. 1 und 2 und. Ja, ne? So, dann gehe ich runter und wechsle. So, und auf der Zählzeit 4 von diesem Takt, da spiele ich das C dann nachher nochmal. Den habe ich. 1 und 2 und 3, 4. Und dann wiederholt sich dieses Riff einfach immer nur noch. Der Ablauf von diesem Song übrigens, nebenbei bemerkt, der ist super einfach. Deswegen habe ich ihn auch gar nicht erst aufgeschrieben. Findet das mal selber raus. Ihr müsst nämlich eigentlich immer nur den ersten Teil, das ist dieses Riff hier, spielen einfach so oft, bis der Refrain kommt. Und das wird durch den Schlagzeuger, das sei, so viel sei gesagt, ganz eindeutig eingeleitet. Man weiß eigentlich genau, wann der Refrain in diesem Song kommt, weil der Schlagzeuger da super markante Geschichten macht. So. Also, das ganze Riff zusammen, jetzt kriegen wir schon zusammen, ich spiele es einmal vor, dann zähle ich uns mal rein. Mit Zählen 1, 2, 3, 4, 1 und 2, 3 und 4, 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2, 3 und 4, 1 und 2 und 3 und 4. Super, das ist das Riff, das kann man, glaube ich, checken. Ich erkläre nochmal ein bisschen das Abdämpfen etwas genauer. Dafür ändere ich mal kurz die Kameraposition. So, jetzt erkläre ich nochmal ganz genau das Abdämpfen in dieser Geschichte. Ich greife in der linken Hand eben halt den G-Power-Chord. So, in der rechten liegt die Hand auf den Saiten drauf. Der Griff ist gegriffen und eben halt der Handballen liegt genau da auf den Saiten, wo das Tremolo-System der Gitarre ist. Ne, natürlich etwas weiter vorne, damit wir die Saiten berühren, also nicht irgendwie hier hinten oder sowas. Das ist natürlich völlig logisch. So, ne, wenn ich jetzt, das heißt, wenn ich relativ weit hin die Hand dann drauf lege, nicht drücken, ne, also wir wollen die Gitarre nicht aus der Stimmung drücken, sondern sie, der Handball muss die Saiten da ganz eben berühren. Ne, dann haben wir den Sound, den wir da wollen. Dann haben wir 1 und 2. Ne, und dann mache ich die ersten beiden, also die ersten beiden Achtel, sind abgedämpft. 1 und. Und wenn dann die 2 kommt, dann hebe ich die Hand, die rechte Hand kurz hoch. 1 und 2. Ne, mal ganz übertrieben gesagt. 1 und 2. Und mit dem D hier im fünften Bund mache ich genau das gleiche. Ne? Genau, ne? Jetzt, wenn ihr jetzt zu weit vorne seid, dann kriegt ihr diesen abgedämpft mit der rechten Hand. Ne? Dann kriegt ihr diesen, dann hört sich das ganz, ganz komisch an. Ne? Dann ist da gar kein Sound. Und so könnt ihr das auch am besten hinkriegen. Legt einfach die Hand auf die Saiten, fangt an, den Akkord anzuschlagen und wandert dann mit der Hand nach hinten. Und dann irgendwann,
Ne? Irgendwann kommt dieser Sound dann von alleine. Einfach nach hinten wandern, ganz seicht drauflegen. Und dann irgendwann hat man ihn. Das ist so der Punkt, ne? Die Saite will schwingen, die Saite will nicht schwingen. So viel zum Thema Abdämpfen. Ich denke, das kriegt ihr hin. Und es ist nur an diesen beiden Stellen in diesem Riff. Das, was ich gerade erklärt habe, ist eben halt das Intro und auch jedes oder immer die Strophe, jedes Strophenriff, immer die Strophe. Alles klar. Dann mal, ne, zum nächsten.